Willkommen Trader, es ist Dienstag und Zeit für den Marktcheck am Morgen. Ein paar Live-Analysen und Handelsideen heute im britischen Pfund, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, chinesischer Yuan und noch einmal Neuseeland-Dollar und zwar hier in Zusammenarbeit mit dem Euro. Da gibt es interessante Dinge zu sehen, die durchaus für schöne Bewegungen sorgen könnten. Zuvor allerdings wie immer der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit auch danke für die guten Morgengrüße und wie jeden Morgen auch die Aufforderung, wer mag, gerne den ein oder anderen Wunschmarkt hier in die Chats hineinposten auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und dann gehe ich gerne auch auf die Wunschmärkte mit ein. Ich muss mir kurz noch die Fragen aufmachen, damit ich auch alles sehen kann. Und dann gehen wir auch gleich weiter zu den Nachrichten, also die klassische Handelsvorbereitung, wie wir sie hier jeden Morgen machen, weil wir wissen, Nachrichten können die Kurse bewegen. Wichtigste Nachricht für heute, die kriegen wir hier, wir sehen es am Bildschirm um 11 Uhr hier, den ZEW. Konjunkturindex bzw. die ZEW-Konjunkturerwartung, diese Wirtschaftsdatum gibt es heute um 11 Uhr für Deutschland. Das ist etwas, da warten die Märkte relativ gespannt drauf und das gibt halt Einblick in die Wirtschaft und gute Meldungen könnten dann dafür sorgen, dass die Rallye im DAX nach oben auch mit weitergeht. Was gab es heute? In der Nacht haben wir relativ vernünftige Daten aus China bekommen, was das Thema Verbraucherpreisindex angeht. Wir hatten ja wirtschaftlich ein paar Daten, die waren in letzter Zeit nicht ganz so schön, aber hier ist es doch mal gut, dass die Verbraucherpreise im Monat November auch angezogen haben. Heute dann am Nachmittag in den USA noch Daten um 14.30 Uhr, die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft und die Lohnstückkosten und am Abend dann um 22.30 Uhr geht es nochmal Richtung Öl. Öl ja gut gestiegen, auch in den letzten Tagen wieder hier dann um 22.30 Uhr den API-Rohöllagerbestand, bevor wir morgen die großen Rohöldaten bekommen, also den Lagerbericht hier. Den Lagerbestand vom Öl in den USA. Morgen dann übrigens auch der wichtigste Tag für die US-Nachrichten. Thema FED haben wir hier auf der Uhr. Und am Donnerstag geht es ja dann auch bei uns in Europa mit der Notenbanksitzung weiter. Also die Woche bleibt spannend und ich denke mal, wir werden doch noch einiges an Bewegungen sehen können bei den Währungen und bei den Indizes. Das Ganze dann, würde ich sagen, verstärkt ab morgen, wenn die Nachrichten auch raus sind, weil wir wissen ja immer, bevor diese Nachrichten kommen, da gibt es nicht so viele Bewegungen oder häufig nicht so viele Bewegungen. Das kann bei dem ein oder anderen Währungspaar auch für etwas Stagnation sorgen. Deswegen gucken wir heute auf ein paar Währungspaare, die nicht zwangsweise so stark am US-Dollar beispielsweise hängen und die Nachrichten dort so drohend abwarten wollen. Deswegen heute hier etwas in der zweiten Reihe und ich gehe gleich mal in die Charts an dieser Stelle hinein und guckt mal hier das Währungspaar Euro-chinesischer Yuan. Also auch mal wieder hier so ein bisschen was aus den hinteren Reihen. Aber interessant, wie ich finde, was wir hier sehen im großen Bild. Wir sehen es ganz klar hier übergeordnet, läuft dieser große rote Abwärtstrend. Das ist das, was wir sehr, sehr schön auch auf Wochenbasis rausziehen können. Was ich allerdings sehr, sehr interessant finde, ist, wie die aktuelle Korrektur der Woche sich gestaltet. Nämlich hier, wir sehen es, ich habe es grün markiert, sehr, sehr schön in Form eines Aufwärtstrends. Und dieser Aufwärtstrend hat seine letzte Bewegung relativ ordentlich korrigiert. Hier, wir sind hier weit, weit reingelaufen. Weit über 80% dieser Bewegung korrigiert. Wir haben hier unten auch noch dann, wir sehen es ja selbst noch, ein ziemlich starkes Unterstützungsband. Einmal hier am aktuellen Trendtief bei 700842 war das Low hier. Und die nächste Unterstützung, die lässt hier nicht lang auf sich warten, die 700091, so das Kürzel da unten. Aber wir wissen ja, es kommt da nicht auf den Pip drauf an, sondern grob die Richtung, wo wir Unterstützungen finden. Und da sind wir unterstützt. Das ist das, was wir nach unten sehen. Das heißt, falls es hier doch nochmal zu einer Korrekturausweitung kommen sollte, haben wir hier definitiv Unterstützung da. Für mich interessant allerdings die Situation, die sich gestern hier ergeben hat. Wir sehen ja hier, die Korrektur ist schön am Laufen. Der Trendverlauf hat auch in dieser Richtung halt auch immer ein Stückchen oben über das alte Hoch drüber gemacht, wie auch hier drüber gesprungen. Und danach kam die Korrektur. Wir sind immer tief korrigiert und sind dann halt ran ans alte Hoch und etwas drüber gelaufen. Das ist hier passiert, das ist hier auch wieder passiert. Und das ist interessant.
wenn der Markt das weiterspielt und der Trend sich fortsetzt, wissen wir ja, wir müssen irgendwie hier oben über die 7,086, 7,6 drüber laufen oder zumindest mal dran laufen. Die Chance haben wir, falls es hier zur Trendfortsetzung kommen sollte. Und das, die eingeleitet werden könnte, haben wir gestern schon gesehen. Die Kerze hier, eine schöne Umkehrkerze. Das Ganze gucken wir uns mal noch auf der Stundenbasis an, weil da sehen wir es nämlich. Schaut es euch an, hier sehr, sehr schön. Der Abwärtstrend, ich skizziere euch den einfach mal hier. Das ist sozusagen der untergeordnet laufende Trend. Das ist die Korrektur, die wir hier gesehen haben, wo die Tage so schön nach unten gelaufen ist. Schaut euch das mal an. Aneinandergereiht, wieder mal in hervorragender Manier. Bewegungen, Korrekturen haben dazu geführt, dass wir einen schönen Abwärtstrend bekommen. Und der Fakt, auf den ich jetzt hier Wert legen möchte, ist das, was gestern hier passiert ist. Wir haben nämlich gestern in der Bewegung, in der Tagesbewegung, den Trend der Korrektur gebrochen. Korrekturtrend, hier sind wir drüber gelaufen und das ist jetzt recht interessant an dieser Stelle zu sehen. Wir haben jetzt hier den ersten Schub nach oben, das ist Nummer 1, das war das Indiz sozusagen, dass wir hier vor einer Veränderung stehen. Das ist Nummer 1 und Nummer 2, was ich relativ interessant finde, ist die Tatsache, dass wir hier jetzt so eine Seitwärtsbewegung als korrektive Phase haben. Und wenn die Ganze nach oben, wenn das Ganze nach oben aufgelöst wird, dann haben wir gute Chancen. Das ist dann das, was ich Bestätigung der Umkehr nenne. Und damit haben wir dann hier auch in der Stunde, je nachdem von wo wir auslaufen, wenn wir hier nach oben laufen, da oben drüber, hier über diesen Punkt, dann haben wir einen Aufwärtstrend in der Stunde, der wiederum in den Aufwärtstrend dieses kleinen Tages hier läuft. Also das, was wir hier gesehen haben. Und das hat dann die Chance, weiter oben reinzulaufen. Und das können wir doch nach oben sehen. Und Anlaufpunkte, die wir nach oben hin planen können, wir sehen sie ja im Abwärtstrend. Das sind doch schöne Marker hier, die Korrekturhochs. Das sind Punkte, die sehr, sehr oft Relevanzen haben, wenn sich so ein neuer Trend nach oben hin dann ausbildet hier in diesem Maße. Und das sind schöne anlaufbare Linien. Hier in diesem Sinne sollte es tatsächlich zur Trendentstehung kommen. Das ist Voraussetzung für diese Handelsidee. Dann sind die nächsten Anlaufpunkte hier oben bei 7,049, knapp hier oben die 7,058 und dann kurz vorm Hoch bei 7,0815 knapp. Das ist die Marker oder das sind die Marker, die wir hier sehr, sehr schön im Stundenchart auch lesen können und das Potenzial definitiv auch zur Oberseite. Gucken wir uns den ganzen Verlauf mal noch im Chart hier drüben an und wir überlegen, wo könnten wir denn den nächsten Widerstand finden, wenn wir hier oben drüber rausgegangen sind. Da müssen wir nur mal relativ flott schauen in diesen Trendverlauf, den wir hier hatten. Ich skizziere den mal eben ein. Also hier ging es ja abwärts nach unten. Naja, gut, grün ist, glaube ich, für den Abwärtstrend nicht die richtige Farbe. Ich mache es einfach mal auch in einem Rotton. Also hier Bewegung. Dann hatten wir hier drüben eine Korrektur und die hat dann dazu geführt, dass sich auch hier ein neuer Abwärtstrend gebildet hat. Und schaut, dieser Marker hier oben, das ist der Bereich hier, das ist der nächste Widerstand, der dann kommt, wenn wir hier das Hoch drüber raufgelaufen haben. Also wir haben durchaus auch noch einiges an Potenzial innerhalb der korrektiven Phase der Woche. Und wir wissen ja nie, wie lange sowas läuft. Von der Seite her ist es schon wichtig zu sagen, wenn wir hier ein Handelssetup haben, was die Korrektur weiterlaufen lässt, dann können wir das auch traden, weil der Markt hier schön nach oben läuft und der Tagestrend ja aufwärts gerichtet ist. Und das ist ja das, was wir momentan als Richtungsschnur nehmen können und damit die Seite nach oben durchaus als Swing auch schön bespielen können. Beim Thema Swing gehen wir rüber in den nächsten Tageschart und dann blicken wir mal auf die Währung hier. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. Wir sehen es groß. Übergeordnet sehr schön laufend ein Aufwärtstrend. Die letzte Bewegung des Aufwärtstrends war auch sehr, sehr schön dynamisch, hat viel vom Korrekturpotenzial nach oben direkt mit oben drauf genommen. Ja, und dann haben wir jetzt seit Wochen hier so einen Seitwärtslauf. Das ist so richtig, der Markt, der schleicht so richtig nach unten hier, so Salamitaktik, immer mal ein dünnes Scheibchen nach unten weiter. Das sehen wir einfach hier. Wir laufen immer in die Korrektur rein, ein bisschen tiefer, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief. Also es schleicht Stück für Stück nach unten. Trotzdem sind wir hier inzwischen wieder ein bisschen auf dem Weg nach oben. Wir sehen jetzt hier kurzfristig erstmal keine tieferen Tiefs. Das heißt, in der Stelle, wo wir jetzt sind, sehen wir zwei Dinge, die sehr interessant sind. Zum einen mal wieder die tief gelaufene Korrektur, das Korrekturhoch hier an dieser Stelle. Das haben wir geschrieben am 5.12. bei 201.558. Das war das Hoch hier. Und schaut's mal, wenn wir jetzt es schaffen sollten, hier oben drüber zu laufen, dann
hätten wir erst einmal im Kleinen wieder schön einen Aufwärtstrend am Laufen. Das wäre schon mal das erste Indiz, dass der Markt wieder hier in Richtung des übergeordneten Trends laufen möchte. Aber das Zweite ist, wir stehen relativ knapp hier unter der 202,095. Das ist das Trendhoch hier aus diesem Abwärtstrend. Und wenn wir das wuppen, das überschreiten, dann ist der Abwärtstrend beendet und das wäre dann das Signal, dass wir hier wieder in die Bewegung reingehen und uns dann an höheren Leveln orientieren können. Das heißt, dann wieder der Weg offen Richtung Trendhoch. Hier, das Trendhoch hatten wir geschrieben am 16.10. bei 205585, da ist der Hochmarker und wir sehen es nach oben hin, haben wir halt auch ein paar potenzielle Anlaufmarken, die durchaus für uns interessant sein könnten zur Oberseite. Ansonsten, wenn das Geschleiche weitergeht nach unten hin, heißt also an dieser Stelle, sollten wir hier unter das Tief dieser Kerze fallen, das ist die Tageskerze hier vom 6.12., also vom Freitag vergangene Woche, das haben wir bei 1,996 liegen, dann heißt das, wir laufen wieder weiter in Richtung dieses Abwärtstrends und für den ein oder anderen kurzfristigen Trader könnte das dann heißen, okay, wir gehen einfach ein Stück weit mal mit runter und dann sehen wir hier neben diesem kleinen Tagestief hier um die Marke von 1,99012 hier das Trendtief liegen bei 1,98538. Und wenn es da auch wie hier wieder so ein bisschen zur Trendfortsetzung kommen sollte, dann wissen wir, er schneidet diesen Marker hier und dann ging es durchaus. Oder dann könnte es durchaus hier im Pfund Neuseeland-Dollar weiter nach unten gehen. Und das Ganze gucken wir uns auch nochmal in der Stunde mit an. Und hier sehen wir es halt. Wir sind zwar hier, das war die schwarze Tageskerze vom Freitag hier, trendig ein bisschen nach unten gelaufen, aber dieser kleinste Trend ist auch schon wieder rausgenommen worden und der Markt trendet hier so ein bisschen um. Also ein bisschen so die Entscheidungsphase. Wir haben hier mehr oder weniger ein Dreieck mit drinnen liegen und wir wissen ja, Dreiecke können an dieser Stelle immer auch in beide Richtungen aufgelöst werden und hier müssen wir halt einfach schauen, in welche Richtung es geht und das Schöne ist ja, wir wissen ja, dass Dreiecke häufig im letzten Drittel aufgelöst werden und wenn wir sehen, wie eng der Markt hier mittlerweile reingelaufen ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir hier kurz vor einer Entscheidungsfindung stehen und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze nach oben auflöst, dann haben wir gute Karten hier im Kleinstbereich nach oben zu trenden und dann die oberen Level anzulaufen. Ansonsten halt weiter warten, bis die Korrektur entsprechend zu Ende ist. Und wir bleiben auch in der dritten Chartbesprechung, zumindest für das aus den klassischen Handelsideen, bleiben wir beim Neuseeland-Dollar und zwar hier das Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar. Kurzen Augenblick, ziehe ich mir gleich rüber. Hier haben wir was auch Wunderbares laufen. Eine sehr, sehr schöne Verortung innerhalb eines Trends nach unten. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit ja über diesen Chart auch schon mal gesprochen. Hier diese Marke 1,712, das war ein wichtiger Punkt und schaut, hier kam ordentlich Bewegung rein. Darunter hat der Markt hier oder an der Schwelle hat der Markt erst ein kleines wenig gezögert und dann kam der Knall nach unten hier an dieser Stelle. Und wenn wir mal schauen, welches Potenzial der Markt aus dieser Korrektur rausgenommen hat, er hat halt einfach auch deutlich mehr schon rausgeholt, als das Ganze hier im Potenzial drin war. Das heißt, eine Korrektur wird jedoch wahrscheinlich, die Frage ist nur, wie fällt sie aus und wie läuft sie dann entsprechend auch weiter, weil wir haben nach unten hin natürlich auch noch einiges am Potenzial mit drin liegen. Heißt an dieser Stelle, dieser Tageskerze hier vom Freitag, ich mit diesem roten X markiert habe, der kommt als Außenstab eine gewisse Relevanz zu. Er hat eine Oberseite und eine Unterseite. Tageshoch haben wir hier gehabt bei 1,69761. Das Tagestief war bei 1,68077. Von der Seite, wir sehen momentan die Korrektur am Laufen. Ja? Der Montag hat gut gestartet in eine ansteigende Phase rein. Jetzt haben wir ein bisschen was von Abverkauf, aber diese zwei Marker sind halt da. Und das ist das Interessante hier an dieser Stelle. Wir sehen es, der Abwärtstrend hier ist weiter intakt. Und wenn wir jetzt hier nach diesem kurzen Aufwärtsschub schon wieder den Schub nach unten bekommen, dann sehen wir, der Markt ist sehr, sehr, sehr schwach. Heißt an dieser Stelle, wenn es hier zur Fortsetzung kommt und ein kleines Indiz dafür, dass es soweit kommen könnte, haben wir hier, schaut mal, das ist ein kleiner untergeordneter Support, den wir hier an dieser Stelle haben. Da ist die Stunde aufgedutzt und immer wieder hochgelaufen. Und wenn dieses Level gebrochen wird, nachhaltig gebrochen wird, dann haben wir hier eine Relevanz nach unten hin. Heißt also, hier läuft es dann aufs Tief dieser Freitagskerze unten rein bei 1,68. Und wenn das gebrochen wird, setzt sich diese schöne Bewegung nach einer kurzen Korrektur nach unten hin fort und seht dann hier den Weg nach unten auch geebnet. Und nach unten hin ist halt Platz. Hier, wir sehen es,
Da ist nicht wirklich was, was aufhalten kann. Und dann laufen wir hier unten rein ins Tief vom Juli um die 1,65, 2,60. Das war das Tief hier unten. Das Potenzial haben wir durchaus da. Sollte sich der Markt allerdings kurzfristig entscheiden, doch nicht nach unten abzutauchen, sondern die korrektive Phase nach oben auszudehnen, dann haben wir, wie schon gesagt, einmal das Tageshoch vom Freitag liegen. Das ist dann schon ein ganzes Stück Korrektur. Und dann haben wir hier, da klicke ich nochmal ganz kurz rüber in die Stunde, aus den oberen Leveln natürlich noch ein paar Trendhochs liegen. Hier haben wir einmal einen Korrekturtrend bei 1,70131 beziehungsweise hier oben die Marke von 1,70400. Diese Level stehen nach oben hin weiterhin offen, aber da muss es erstmal wirklich zukommen, dass der Markt nach oben rausläuft. Aber wir wissen ja, es kann hier immer beides passieren. Wir müssen nur warten, was der Markt spielt. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir hier die Tendenzen nach oben und nach unten ausloten und dann entsprechend auch reagieren zu können, wenn wir hier eine Entscheidung vom Markt entsprechend auch mitbekommen und das Ganze hier im Euro-Neuseeland-Dollar dann auch traden können. Das Ganze hier zum Euro-Neuseeland-Dollar. Dann möchte ich an der Stelle noch mal ganz kurz auf den Euro eingehen. Der Euro ist ja in den letzten Tagen nicht so richtig mehr vom Fleck gekommen. Wir schwanken hier. Wir waren zwar zwischendurch mal wieder bei 1,11 gewesen, aber wir haben halt diese Woche wieder Notenbanksitzungen. Wir wissen ja, vor den Notenbanksitzungen kann häufig auch mal so ein bisschen was an Bewegung reinkommen in den Markt. Und deswegen gehen wir hier kurz noch mal auf den Euro ein. Wir sehen es hier am Freitag, der Euro wieder deutlich unter Druck gekommen. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Gegenbewegung hier nach oben laufen. Das ist hier für die kurzfristigen Trader möglicherweise interessant, was wir hier am Tageshoch und Tagestief von gestern sehen, hier an dieser Stelle. Deswegen lege ich einfach mal oben und unten kurz die Latte drauf. Also hier knapp das Tageshoch oben und das Tageshoch unten nehmen wir hier mal unten ran, dort ran. Und da ist es halt interessant. Das heißt, wir haben ja hier den starken Rutsch nach unten gehabt und wir haben es gesehen, am Montag sind wir erstmal hochgelaufen, aber dann haben die Händler direkt wieder abverkauft. Und das ist jetzt das Interessante. Im kurzfristigen Bereich prallen wir hier vom gestrigen Tageshoch ab, haben wir Wahrscheinlichkeiten, erstmal wieder runterzulaufen ans Tagestief und dann möglicherweise hier den ganzen Schub nach unten hin hier Richtung Tief am Freitag auch noch mit fortzusetzen. Das sind mal die Potenziale, die wir hier zur Unterseite sehen, weil der das Eck hier oben um die 1,11 war in der letzten Zeit immer ein Bereich, wo wir wieder Verkaufdruck gesehen haben und möglicherweise setzt er sich jetzt auch kurzfristig fort. Das heißt, wir sehen das hier auch in der kleineren Zeiteinheit hier mal das Tagestief, Tageshoch und wenn wir hier von oben nach unten dann abprallen, haben wir hier oben dann den Abprall und wenn er dann kommt, das sind die Marker, die man heute im Laufe des Handelstags auf der Uhr haben sollte, kommt ein Abprall, dann können wir uns relativ flott an der Unterseite orientieren. Schafft es der Markt allerdings oben drüber, dann wäre das ein Zeichen, weil dann haben wir hier in der Stunde sozusagen, schaut euch mal an, was wir dann haben, dann haben wir hier eine Aufwärtsdynamik und diese Aufwärtsdynamik läuft dann halt kurzfristig trendig auch nach oben und das könnte durchaus dann weitere Käufer in den Markt mit reinziehen und hier etwas Auflösung nach oben geben, weil wir haben doch durchaus noch etwas Potenzial nach oben und das, was wir hier aktuell halt auch sehen, ist die Korrektur im Stundentrend und die läuft jetzt auch schon wieder trendförmig nach oben und wie schon gesagt, nach solchen tiefen Korrekturen ist es halt immer interessant, was macht der Markt hier am Hoch? Prallt er ab, dann ist das eher ein Schwächezeichen und dann können wir uns durchaus auf die Unterseite orientieren, also hier oben vom Hoch bei ungefähr 1,108, 1,1078 haben wir hier liegen. Geht es allerdings weiter, wäre das dann ein Stärkezeichen, das heißt, dann wird das Hoch hier oben gekauft. Und dann könnte man sich kurzfristig durchaus weiter nach oben mit orientieren. Ich zoome mal hier ganz kurz rein. Wir sind halt hier gerade in einem wichtigen Widerstandsbereich. Und wenn der Markt das oben wegnimmt, dann ist das ein Zeichen von Stärke. Er löst sich vom Widerstand sozusagen ab. Und dann haben wir die Chance, weiter oben reinzulaufen. Und ein Level, was dann hier oben drauf liegt, wäre hier oben. Wir sehen es in diesem Bereich, die Marke von etwas über 1,11. Und das ist ja eine Hausnummer, wenn das Ganze angelaufen wird, auch wenn es volatil wird, dann definitiv oben diese Marke mit im Blick haben und schön sozusagen als Möglichkeit für die Gewinnmitnahme mitnutzen können. Das wäre da oben auf alle Fälle mal ein planbares Level, wenn der Markt tatsächlich hier Stärke mit reinkriegt. Und damit gucken wir nochmal kurz auf den deutschen Leitindex, den DAX, der hat ja gestern auch wieder etwas abgegeben, ist weiterhin noch über der Marke von 13.000 Zählern, aber wir sehen es jetzt, es kristallisiert sich momentan immer mehr auch raus, jetzt auch vor dem IFO-Index. Hier haben wir einfach einen Kanal, einen Trendkanal, der ist etwas über 1380 Punkten oben begrenzt und unten hier
hier, wir sehen es, da ist die Marke von etwas über 13.000 Zählern, die wir hier momentan auch haben. Und wir sehen es, unten kam plötzlich immer wieder Kaufkraft rein. Oben sind wir dann abgeprallt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schöne Trading Range. Und da ist es auch heute für das Intraday Trading sehr, sehr relevant. Was macht der Markt hier unten rein? Möglicherweise bekommen wir da schon in Kürze eine Entscheidung von den Zahlen, die wir hier bekommen. Ein Abprall nach oben. Das öffnet uns dann wieder die Range-Oberseite auf. Das heißt, da können wir uns sehr, sehr schön wieder hier oben Richtung 13.180 Zähler orientieren. Kommt der Bruch nach unten, dann müssen wir schauen, werden wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier unten Richtung dem Tief hier unten reingehen bei 12.924 Zählern, was das gewesen ist. Das sind dann die Marker, die wir auf der Unterseite haben. Und da haben wir hier zwischendurch noch diesen kleinen Zacker bei knapp 13.000 Zählern. Also diese Marke, die ist relevant. Das heißt, jetzt kurzfristig ausschlaggebend aktuell das Level hier am Tief bei 13.000, knapp 50 Zählern. Ein Abprall ebnet den Weg hoch Richtung Deckel bei 13.100, knapp 80. Ein Bruch unten durch macht dann eher den Weg nach unten frei. Und dann haben wir hier wieder als psychologisch wichtige Marke den Anlaufpunkt auch von 13.000 Punkten, beziehungsweise hier dann das Zwischentief, wie schon gesagt, bei 12.924 Zählern. Das Ganze hier an dieser Stelle. Und der Andreas schreibt gerade, das ist nicht unser Leitindex, sondern unser Leitindex. Ja, manchmal kommt der kaum vom Fleck und läuft hin und her. Aber das ist ja normal. Dafür haben wir ja auch viele Möglichkeiten hier zu traden. Nicht nur den DAX auf der Uhr. Von der Seite her freue ich mich auch, hier jeden Morgen neue Ideen zu präsentieren. Neue Ideen gibt es auch morgen wieder. Ich hatte es avisiert, morgen bin ich unterwegs. Das heißt, ein Go-To-Stream findet aus technischen Gründen hier leider nicht statt. Den mache ich dann ab Donnerstag wieder, dann aus unserem Büro in Limassol. Von der Seite her morgen kein Go-To-Stream. Ich stelle aber, bevor ich mich auf den Weg zum Flughafen mache, noch alle Handelsideen ein. Das heißt, morgen bitte einfach auch mal hier in den Blog von Tickmill schauen. Ich zeige an dieser Stelle einfach nochmal, wie man leicht zum Blog auch kommt. Das heißt, einfach mal auf die Website von Tickmill gehen. Ich schicke die Links gleich auch nochmal mit hinein. Hier die deutsche Seite auswählen und dann haben wir hier den Blog oben drinnen stehen. Und das füge ich mal ganz kurz in die entsprechenden Felder ein. Diejenigen, die auf Facebook zuschauen, gut, für die ist das Ganze ja überhaupt kein Problem. Die können einfach mit reinschauen und wie schon gesagt auf GoToWebinar. Da poste ich den Link auch gleich noch mit in den Chat rein. So, da haben wir es. Einfach Copy-Paste, zack, hinein. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, sollte gehen. Und damit hat jetzt jeder diesen Link entsprechend. Und dann werde ich mich morgen im Laufe meiner Reise, ich denke, ich habe in Wien ein bisschen Aufenthalt, da werde ich mich einfach nochmal kurz via Handy melden, die Handelsideen kurz ansprechen und danach, ja, kann jeder auch die Videos mit einschauen. Wird interessant. Ich freue mich drauf. Sage allen gute Trades für heute. Danke wieder für die Zeit und bis morgen. Tschüss.